Herzlich willkommen, ich bin's Laser und heute haben wir den 16. Dezember und wir gucken uns den Wir mal an. Da haben wir die 17 von gestern, wo ich... Oh Mann, auf die freue ich mich ja schon richtig. Aber wir sind ja jetzt schon bei 16. Oh, 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 hier ist... Da ist eins umgekippt, da müssen wir nachher mal gucken. Jetzt nähert sich, oder nähern wir uns langsam dem Ende. Ah, sehr stark. Ich habe mich schon gefragt, wann die kommen. Und zwar haben wir hier zwei kleine Imbusdreher. Oder Sechskantdreher. Leider kann ich euch nicht sagen, welche Größe, weil hier auch wieder die Größe verhindert, dass hier ein Branding drauf ist. Das sehen wir dann später, wenn wir es reinschieben. Aber das hier sieht mir aus wie 1,0 und das hier scheint mir 2,0 zu sein. Von der Größe her sind die sehr filigran, aber gleiche Verarbeitung. Selbst bei den kleinen Drehern, das möchte ich mal kurz zeigen, selbst bei den kleinen Drehern sind die Spitzen vorne gebrochen. Also nicht scharfkantig. Da seht ihr es, das Branding nicht drauf, ist einfach zu klein. Coole Nummer. Kommen wir zur den Revell. Da muss ich jetzt mal den anderen ein bisschen zur Seite schieben. Das haben wir hier. Und wie sollen wir den aufmachen? Da glaube ich, hole ich mal mein Messer. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Ja, ihr seid im Bild. Sehr gut. Ich gehe mal hier vorsichtig rein. Zack. Ach so, man sollte das sogar hier reindrücken. Und dann sollte man den Teil... Weil die Feinen hier, die gehen schwer, muss ich sagen. Ah, jetzt geht's. Na, nicht ganz, weil der Kalender scheint mir so ein bisschen verrutscht zu sein. Ja. Ja, die 16 ist wirklich ein schwieriges Kästchen, stelle ich gerade fest. Also 16 ist wirklich ein Kandidat für sich, okay. Hier haben wir eine, okay, die ist, so wie es aussieht, hier hinten wieder, nee, können wir rausziehen. Ein Draht und hier unter dem Kleber eine Tüte. Ja, die 16 war mal eine richtig komische Tür. Aber wir haben es geschafft. Ey, bleib hier. Oh, die schießt mir hier komplett durch die Gegend. Haben wir eine Antenne mit einer Schraube. Wir holen mal das Auto. Okay, auf meiner Anleitung ist das Board komplett andersrum installiert. Wir müssen die Antenne jetzt also hier einmal so rumführen bis zu dem Punkt hier. Und dann soll das hier nicht der Motorhalter sein, sondern das hier ist die Antennenhalterung. So. Das wird ja jetzt nochmal eine fummelige Sache hier. So. Das heißt, Antenne halten. Oha, das wird fummelig. Antenne halten, Antenne drauf. Und dann müssen wir die Schraube durch das Antennenröhrchen und den kleinen Pol da durchkriegen. Und verschrauben. Aber das ist kein Problem. Das können wir hier festschrauben. Und dann ist hier auch, hier hinten dieser Halter ist hier für die Antenne, damit das hier nicht rum kann. Und dann haben wir an dem Auto schon mal eine Antenne installiert. Das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Da hatten wir auch immer diese Wackelantennen. Ah, vorsichtig. So. Ja, cooler Tag 16. Da freue ich mich ja schon auf Tag 17. Euer Laser, schaltet wieder ein. Tschüss.